Das Mikro war nicht an mit dem, was du gerade gesagt hast. Das mit dem Knopf. Guten Morgen. Ich sag dann gerne nochmal guten Morgen. Und das andere. Das andere. Ich weiß nicht mehr, was ihr meint. Damit die Frage nicht mehrfach aufkommt und gleich per Twitter beantwortet werden muss. Heute ist die konstituierende Sitzung der Verfassungsänderungskommission des Landes Nordrhein-Westfalen. Und da wir Kostümzwang. Bei der Verfassung konservativ sind, bin ich das heute auch. Ja, doof, ne? Auch noch einen dummen Spruch dabei ausgedacht. Doof aus, ja. 12.55 Uhr ist Fototermin, ihr könnt alle mit aufs Foto. Gut, das Pad. Oh, hallo Daniel. Hat noch mal nicht angefangen, oder? Gestern Mammel angehabt. Ist noch nicht 10.06 Uhr. Ja, das Pad liegt ja jedem vor. Gibt es da Änderungswünsche? Ich weiß immer nicht, ob ich alles vollständig da in die Tagesordnung geschafft habe. Ja, ich habe einen Änderungswunsch. Der Daniel hat einen Änderungswunsch. Los geht's. Ja, ich hatte das in die Tagesordnung ja noch mit reingeschrieben unter Formalfu oder sonstiges, keine Ahnung, aber ich habe ja beantragt, irgendwas mit systematisches Konservieren oder sowas. Ja. Und den Tagesordnungspunkt würde ich gerne vorziehen, weil wenn wir das machen wollten, dann sollten wir damit direkt anfangen oder halt gar nicht. Gut, du möchtest du ihn auf welchen Tagesordnungspunkt möchtest du ihn setzen? 1, 2, 3 oder ja, 1, 2, 3 oder 4 macht Sinn. Nach den Berichten. Nach den Berichten, da würde ich sagen, wir setzen das hinter die Umlaufbeschlüsse, weil die liegen heute nicht vor. Dann meinetwegen auch das. Genau, dann zwischen Umlaufbeschlüsse und Satzungsänderungsanträge. Gibt es weitere Bemerkungen? Achso, warte, ich mache das mit dem. Gibt es dazu Widerstand? Ich sehe keinen Widerstand. Gut, dann packen wir es nach 3 und vor 4. Kai? Nee, ich glaube, Simone hat Redebedarf. Genau, dann los. Es hat auch irgendjemand einen nicht öffentlichen Teil beantragt. Ich glaube, da müssen wir jetzt eben auch noch drüber abstimmen, oder? Soll das denn öffentlich sein? Was? Das? Dieser Tagesordnungspunkt? Öffentlich. Systemisches Konservieren, Konsensieren, Kompensieren, wie auch immer. Gut, dann gibt es den kaputten Michel. Hallo, kaputter Michel. Ja, ne, das kann man sich kaum mit ansehen. Aber auch der muss heute zum Fototermin. Da sitzt gleich. Das Handtuch liegt da nicht vergebens. Du schaffst das. Genau. Ich würde die Jacke auch vorher ausziehen. Gut, nicht öffentliche Teile sind beantragt, soweit ich weiß. Björn, ist das, steht das weiter oben schon drin? Komm mal, ja, da. Top zum Betriebsrat, genau. Dazu habt ihr alle ein bisschen Information in euren Fächern gefunden, hoffe ich. Seit gestern Nachmittag. Ich hatte ja auch was. Gut. Ja. Dankeschön. Frage, wollen wir dann den nicht öffentlichen Teil machen? Und wenn ja, an welcher Stelle der Tagesordnung? Dazu möchte ich halt mitteilen, dass ich spätestens um 12.30 Uhr halt los muss, dass Michel auch. Brauchst ja nicht zwangsläufig dabei zu sein. Nein. Wegen Betriebsrat. Nö, mir ist das auch, ich bin da wirklich leidenschaftslos. Na. Ich habe auch noch einen Top, ne? Den ja, aber wir sind jetzt halt erst bei dem Ersten, der da ist. Aber vielleicht sammeln wir erst, dann wissen wir, kennen wir so den Zeitrahmen möglicherweise. Gut, und machen das stimmt. Viel länger. Dann schlag deinen vor. Ich? Oder möchte... Du fragtest gerade nach, wann der nicht öffentliche Teil ist? Ja. Ich denke mal normalerweise vor der Pause, ne? Meistens nach der Pause. Oder nach der Pause. Na gut, auf jeden irgendwas Fall. Irgendwas mit Pause war aber völlig irgendwie richtig. So, ne? In der Pause. Richtung, in ja. der Pause. Oh. Daniel. Ja, ich hatte auch einen nicht öffentlichen Teil beantragt, hatte euch gestern auch noch eine Mail dazu geschickt. Und da es da um personelle Dinge geht, möchte ich das nicht öffentlich machen. Gut. Also gehe ich davon aus, dass wir den nicht öffentlichen Teil dann von 11.45 Uhr bis er zu Ende ist, machen. Ich muss spätestens eh um 12.30 Uhr weg.
also an der Stelle. Daniel? Auch noch? Oder? Nee, dann, das sind dann zwei Sachen. Okay. Weitere liegen mir nicht vor. Gut, wir müssen darüber abstimmen. Wer stimmt den nicht öffentlichen Teil an der Stelle zu? Bitte ich ums Handzeichen. Das ist einstimmig. Vielen Dank. Dann kommen wir zum Top Nummer 2, Bericht des Vorstandes. Moni, bitte. Ja, ich glaube, der Ingo fängt an. Ne? Kann ich machen. Schönen guten Morgen. Ja, Landtag intern bereiten momentan vor, Schlag auf Schlag ist zum Thema Inklusion, hat Moni bereits Inhalte geliefert, gehen wir heute Nachmittag drüber, machen wir fertig. Außerdem die Fraktionsseite wollen wir dieses Mal dem Kunstwettbewerb Snowden Art widmen. Ansonsten werden wir morgen unsere Haushaltsänderungsanträge entsprechend kommunizieren. Da werden wir heute Nachmittag die Inhalte zusammentragen und entsprechend vorbereiten. Und dann nochmal an der Stelle, nächste Woche Montag, wollen wir wieder diese Plenarübersicht über unsere Plenaranträge rausschicken. Auch da nochmal die Bitte, dass jeder MDL-Referent-Arbeitskreis, der einen Antrag für die kommende Plenarphase eingereicht hat, uns die Zusammenfassung bis Freitag liefert, ungefähr 600 Zeichen inklusive Leerzeichen. Und dann schon mal der Reminder, das Statement, was in Anlehnung an eure Reden dann vorbereitet werden kann, bräuchten wir dann tagesaktuell während der Plenarphase spätestens bis 12 Uhr. Je früher, desto besser. Da hatten wir auch in der Arbeitsgruppe der PR-Optimierung drüber gesprochen, dass es für uns in der Pressestelle erheblich einfacher ist, Inhalte zu kommunizieren, wenn wir sie vorher kennen. Und von daher wäre es super, wenn ihr uns Statements zu den entsprechenden Anträgen, sofern wir sie nicht schon haben, noch rechtzeitig reinreichen würdet. Dann ja, machen wir noch Kleinigkeiten wie unseren Jahresabschluss wollen wir online stellen, den 20 Piratenflyer respektive 19 Piratenflyer wollen wir weiter vorbereiten. Und dann haben wir noch ein Projekt, was sich Ende letzter Woche bzw. gestern ergeben hat. Es gibt den Vorschlag aus der Basis, dass wir unsere Reden aus dem Plenarsaal mit Bauchbinden versehen, sodass auch Hörgeschädigte in den Genuss kommen, die Inhalte zu partizipieren. Da sind wir im Moment dran, erstmal die rechtlichen Gegebenheiten zu klären, weil da ja Videos bearbeitet werden und dann auch nochmal zu prüfen, wie das mit dem Arbeitsaufwand ist. Da sind wir auf jeden Fall dran und werden euch dann zu gegebener Zeit entsprechend nochmal informieren. Das war's. Ja, ich mache eben weiter. Wir haben die Fraktionssitzung gestern Abend im Mammel nochmal vorbereitet und durchgesprochen. Wir haben die Fraktionssitzung von heute vorbereitet. Da nochmal der Hinweis, was jetzt irgendwie in letzter Zeit ein, zwei Mal passiert ist. Wenn ihr Tagesordnungspunkte habt, möglichst bitte bis zur Vorstandssitzung, damit wir das da sortieren können. Es waren jetzt ein paar Mal, dass Montagnachmittag dann an irgendeine Stelle in der Tagesordnung was geschrieben wurde. Das ist dann irgendwie ein bisschen ungünstig. Also wenn es nicht ganz, ganz dringend geht, also wenn es geht, bitte bis Montagmorgen 10 Uhr die Tagesordnungspunkte eintragen, damit wir uns das anschauen können. Dann haben wir über die Sache Kommunikation mit dem Betriebsrat geredet. Das wird gleich hier auch Thema sein. Wir haben darüber geredet, wie wir mit nicht öffentlichen Teilen in der Fraktionssitzung umgehen wollen. Ich denke, auch das werden wir nochmal aufgreifen. Es geht darum, dass wir auch da bitte die Informationen von den Beantragenden haben möchten. Also es liegt dann in der Verantwortung dessen, der den Teil beantragt, zu sagen, worum es geht und den anderen das mitzuteilen. Also wir vom Vorstand können dem nicht hinterherlaufen und dann gucken, wer da irgendwas will. Und wir hatten ja verabredet, dass wir Informationen frühzeitig geben, dass man sich darauf einstellen kann. Wir haben nochmal die Fraktionsklausurtagung so ein bisschen rückblickend behandelt. Und unter Verschiedenes haben wir darüber gesprochen, dass die Vorstandssitzung am 2.12. nicht um 10 Uhr morgens hier stattfinden wird, sondern um 19 Uhr im Mammel, auch öffentlich. Und ja, genau. Und dann haben wir noch über Schülerpraktikanten gesprochen. Ich glaube, die Britta hat euch auch eine Mail geschickt, dass die Fraktion keine Schülerpraktikanten nimmt, aber sie hat euch gebeten, eine Rückmeldung zu geben, ob ihr persönlich Schülerpraktikanten nehmt. Sie wird das dann entsprechend weiterleiten. Und wir haben noch mal kurz darüber gesprochen,
dass bei Streaming von Anhörungen, es ist jetzt irgendwie auch ein, zweimal passiert, dass es verpennt wurde, einfach das zu beantragen, dass die Anhörung gestreamt wurde. Also bitte so, mir sofort mit der Feststellung, dass es eine Anhörung gibt, immer sofort den Antrag stellen. Das ist nicht mehr möglich, das alles zu installieren. Dann würde ich gerne wissen, nächste Klausurtagung im Januar, 8. bis 10. Es sind ja so ein paar Vorschläge rumgegangen. Ich hatte den Vorschlag gemacht, nach Bonn zu fahren. Der Oliver hatte daraufhin ja gesagt, vielleicht die Tagung selber im Haus der Geschichte zu machen. Dann könnten wir ein Hotel suchen, was nicht unbedingt ein Kongresshotel ist. Ich würde gerne wissen, ob das auf Zustimmung stößt, weil je früher wir anfangen können, das zu planen, desto größer ist natürlich die Auswahl an Unterbringung. Und je größer ist da unser Spielraum, irgendwie was Gutes zu finden. Gut, ich fasse das mal einfach als Antrag auf. Gibt es dazu Rückfragen? Sehe ich nicht. Gut, dann hätte ich gerne mal einmal den Widerstand abgefragt gegen das Haus der Geschichte. Noch nicht beschlossen. Ja, seit letzter Woche schon oder vorletzter Woche. Damit jetzt schon. Alter Formal für Ficker. Ja, kann ich. Nein, das haben wir noch nicht in der Satzung stehen. Wir reden jetzt gleich darüber, dass wir das so machen wollen, wie ich das jetzt schon mache. Torso ist so krass. So. Einfach mal machen. Wie doof. Und das, obwohl er kaum Sauerstoff im Hirn hat. So, Tagesordnungspunkt 2. Noch weitere Fragen zu dem Bericht des Vorstands, Bericht der Pressestelle? Ein Nachschlag, Trag. Zwei Dinge. Das eine ist Piratenstunde am Montag. Zwei Dinge. Bräuchte ich noch ein bis zwei Freiwillige, die am Montagabend um 17 Uhr Zeit haben, um über die dann vergangenen Plenartage zu berichten. Es war mittlerweile fast jeder. Ich glaube, ja. Jetzt so aus dem, ich müsste das nochmal, ich kann da auch nochmal so eine Hitliste machen, ist ja ein probates Mittel, aber vielleicht findet tatsächlich jemand, der noch gar nicht war. Birgit, hast du vielleicht Zeit am Montag? Nein? Gut. Ich war noch nicht, habe aber am Montag auch keine Zeit jetzt. Es wäre am Montag, der 2. Dezember, 17 Uhr, mit dem Kollegen Jens aus der Pressestelle, weil ich an dem Tag Urlaub habe. Ja, habe ich noch nicht zugesagt. Ist das da wirklich an dem Montag? Gut. Wie viel Uhr ist das? Sagst du nochmal? Um bitte? 17 Uhr. Also ich kann. Der zweite. Okay, dann haben wir um 17 Uhr haben wir dann die Piratenstunde, um 19 Uhr die Vorstandssitzung. So ist es. Dose und Daniel nehme ich als Wortmeldungen oder als. Ich hatte mich nur separat gemeldet, nicht mit Dose zusammen. Dann macht er das separat. Wir machen das getrennt dann. Ja. In der Piratenstunde. Ich schreibe euch einfach mal alle drei rein, mal gucken, wir dann, was da so passiert. Ja. So, gut, vielen Dank dafür. Das andere ist. Wir haben ihm jetzt auf die Fresse, oder? Das andere ist nur, dass ihr euch nicht wundert, in Anlehnung daran, dass wir ja einen personellen Schwund in der Pressestelle zu verzeichnen haben, würde ich jetzt gleich wieder in mein Büro gehen, um da tatkräftig zu arbeiten und verfolge dann alles weitere, was hier gesagt wird, im Stream parallel. Wenn irgendwelche Fragen sind, könnt ihr mich ja anrufen. Gut. Danke, Ingo. Du machst dann Stream-Kontrolle. Finde ich gut. Kommen wir zum Tagesordnungspunkt 3, Umlaufbeschlüsse. Es liegt unglaublicherweise kein Umlaufbeschluss vor. Es sei denn, ich habe mich da in diesem Redmine komplett verklickert oder verguckt, was ja auch schon mal passiert. Das heißt, wir können direkt zu Tagesordnungspunkt 4 kommen. Systemisches Konsensieren. Eingebracht von Daniel D. Ich glaube, der sagt dann da auch was zu. Los geht's. Fugal. Bitte? Der rechte hinten ein bisschen. Ich muss noch nicht neu starten. Das ist gerade so spannend. Ja, gerne.
Ja. Gibt es da Widerstände? Wir unterbrechen für eine kleine Werbeeinblendung. Nee, eben nicht. Nein, nein, nein. Verbraucherinformation. Verbraucherinformation. Weil wir ja nach wie vor experimentierfreudig sind. Können wir jetzt auch Werbung einblenden. Ja, das fände ich total toll. Und das Geld kann man als Land verleihen. Genau. Ja, vielen Dank, Jaroslav. Ich mache es nur kurz. Also, der Großteil von uns, bis auf zwei, waren ja Freitag, Samstag auf der Klausurtagung mit dabei. Zwei krankheitsbedingte Abwesenheiten hatten wir ja leider da zu verzeichnen. Ich sage das deswegen, weil allen anderen, also diejenigen, die dabei waren, das bekannt und wahrscheinlich auch klar ist, was jetzt da in dem Antrag drin steht. Du kennst das? Okay. Ich hatte den Eindruck, dass das in den beiden Tagen recht hervorragend geklappt hat mit dieser Art der Methodik. Diese Methodik des systemischen Konsensierens kann man auch noch extremst verfeinern, also auch auf einer Skala bis 10 oder meinetwegen auch bis 100. Wo kriege ich die Arme her? Dann wird es ein bisschen schwierig mit den Armen oder du musst dir halt vorher ein paar besorgen. Es gibt auch noch ein entsprechend vertieftes Konsensieren und was man da nicht alles noch für schöne Feinheiten machen könnte. Darüber will ich im Moment allerdings gar nicht reden. Ich würde gerne, dass wir in den nächsten so circa 6 Wochen das einfach mal ausprobieren, also bis zur Weihnachtspause letzten Endes, und uns dann Anfang Januar hinsetzen und mal überlegen, ob wir das so weiterführen wollen, ob wir das irgendwie verfeinern wollen oder ob wir sagen, ist irgendwie alles Käse. Das hilft uns irgendwie nicht weiter und wir verfahren halt ganz anders. Um zwei Kernpunkte geht es bei der einen Sache. Einmal natürlich, ihr kennt das eben mit der Abfrage der Widerstände, zum anderen aber auch, und deswegen konkurriert das etwas mit unserer üblichen Redeliste etc., die wir halt haben. Frau Terlinden hatte das ja auch ganz schön erläutert. Sobald wir halt letzten Endes einen Antrag haben, der da zu behandeln ist, also wenn irgendeiner der Redner halt einen Antrag gestellt hat, dann geht es letzten Endes nur noch um den Antrag, beziehungsweise meinetwegen auch um entsprechende Konkurrenzanträge. Und dann sind eben alle anderen Redebeiträge, und das ist das, was momentan eigentlich konkurrierend ist zu unserer Beschlusslage mit den 15 Minuten und so weiter und so fort. Alles andere ist dann erstmal hinfällig, bis halt der Antrag abschließend entsprechend behandelt wurde. Ich möchte das ausprobieren, ohne dass wir das jetzt großartig irgendwie in die Satzung oder sowas schreiben, sondern einfach mal machen. Quasi so ein bisschen piratisch und dann gucken wir mal in 6 Wochen weiter, ob wir das irgendwie in die Satzung schreiben wollen, dann beauftragen wir die Michelle, der macht das dann und fertig. Ja, wenn es Fragen gibt, bitte. Ja, Dankeschön, wir haben keine 3 Minuten in der Satzung, richtig. Aber ein Beschluss. Aber ein Beschluss, völlig richtig. Fehlt uns noch das Beschlussbuch. Bitte? Der steht ja da. Also, der Antrag steht da, hiermit beantrage ich, dass die Piratenfraktion NRW bis zum 31.12.2013 in den Fraktionssitzungen ein Abstimmungsverfahren gemäß dem systemischen Konsensieren testet. Nach dem Test soll in der ersten Januarwoche überprüft werden, ob das Verfahren Bestandteil von Satzung und Wahlordnung wird. Bitte? Ja, es tut mir sehr leid, ihr könnt das in eurem Abstimmverhalten ja jetzt zu dem Antrag entsprechend belegen. Halb Dutzend Einladungen, sehr schön, danke Daniel. Wollen wir da direkt den Widerstand abfragen oder gibt es noch? Nein, gibt es noch. Ich möchte erst wissen, ob es noch Redebedarf dazu gibt an der Stelle. Also insbesondere wären halt Fragen wichtig. Genau, falls da jetzt irgendwie Unklarheiten sind. Nee, wir haben da eine sehr vereinfachte Skala gemacht. 2 Arme voller Widerstand, 1 Arm bisschen Widerstand, nichts sagen, ist halt nichts. Ist alles gut. Das ist also so ein bisschen sehr vereinfachte Variante. Beim Parteitag halt. Genau. War das nicht irgendwas mit gegen dieses GO? GO-Antrag auf Veto. Ja. Gut.
Können wir. Habt ihr irgendwie Termine? Gut. Hey, ist doch nur Antragsdienstag. Ja, dann stimmen wir ganz normal jetzt über diesen Antrag ab, wenn es keinen Redebedarf dazu gibt. Hätte ich gerne gewusst, wer dem Antragstext entsprechend verfahren möchte. Bitte ich ums Handzeichen. Ich bin mir unsicher. So, das ist... nein, noch nicht. Gut, wer ist dagegen? Wer enthält sich? Dietmar ist alles drei. Bei einer Enthaltung ansonsten einstimmig. Ja, ich sage, er ist alles drei. Er kriegt die Hand nicht schnell genug runter. Sehr schön, dann verfahren wir so. Kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt. Das sind die Satzungsänderungsanträge. Das Murmeltier hat sich heute, glaube ich, vorbereitet. Michel, bitte. Los geht's, Nico. Ja, danke. Falls der Michel das ernst meint, dass er noch Zeit braucht, dann würde ich vorschlagen, dass wir die den nächsten Tagesordnungspunkt einfach vorziehen und mit den Nachbesprechungen machen und das dann danach, wenn Michel sich vorbereitet hat, dann da einsteigen. Gut, dann versuche ich das jetzt mal, bevor der Daniel dran ist. Das wäre jetzt ja ein Antrag. Daniel, möchtest du zu diesem Antrag was sagen? Sonst würde ich erst diesen Antrag abfragen. Ich habe das im Grunde so verstanden, jetzt kennt dann die 5. Das heißt, wir reden über die Sachen, die jetzt liegen. Genau. Dann ziehe ich mal wieder. Gut, dann frage ich mal, ob es Widerstände gegen den vorgestellten Antrag von Nico gibt. Ein. Ich habe einen alternativen. Ach so, du möchtest dazu sprechen. Gut, dann los. Ich würde gerne beantragen, diese Satzungsanträge tatsächlich am 3. Dezember, das ist die Zeit, wo ausschussfrei ist, als großen Tagesordnungspunkt hier in der Phrase zu behandeln, wenn die Zeit ausreichend dafür da ist, weil ich nicht wüsste, was an diesem Tag groß anderes außer Nachbesprechung BPT hier zu behandeln wäre. Da wäre gute Zeit, so etwas zu machen. Gut, dann hätten wir jetzt zwei konkurrierende Anträge. Frage an den ursprünglichen Antragsteller, Nico. Soll ich die konkurrierend abstimmen lassen, oder? Der ursprüngliche Einbringer der Satzungsänderungsanträge stimmt Moni zu. Habe ich verstanden, Nico. Okay. Dann würde ich an der Stelle jetzt nur noch abfragen, den Widerstand gegen Monis Antrag. Sehe ich nicht. Dann machen wir das so, dass wir die am 3. September neu einbringen. Bitte? Dritte? Dezember, Entschuldigung. Es wird sich zeigen, ob das jetzt ein Versprecher war oder Präkognition. Bitter. Kommen wir dann jetzt zur Nachbesprechung bzw. zur Restbesprechung von dem Fraktionsantragsmumble gestern. Das wäre jetzt dann Tagesordnungspunkt, du springst in den Tagesordnungspunkten. Jetzt neu 4 ab Zeile 108 im PET. Wir fangen an mit den drei Anträgen, denke ich, die hier noch drin stehen. 4 Anträge, Entschuldigung. Open Government Partnership. Wer hatte den eingebracht? Ich meine, das war... Warte, Moni kann dazu was sagen. Los ja, geht's. Der Matthias war gerade hier und hat mir die Anträge gebracht. Da ist also schon drauf, was direkt ab, einer wird direkt abgestimmt, einer wird überwiesen. Und es liegt jetzt bei mir im Büro und die beiden kommen dann gleich. Wobei ich jetzt nicht im Kopf habe, welcher direkt abgestimmt wird, kann Frank vielleicht eben sagen. Ja, der Partnership-Antrag wird direkt abgestimmt. Da geht es um direkten Auftrag. Gut, gibt es dazu Rückfragen? Sehe ich nicht. Gibt es Widerstand dazu? Gibt es auch nicht. Dann kommen wir zu Open Data Plattform. Der ist da mit drin. Erklär das vielleicht noch mal einmal, Frank. Das wäre sinnvoll. Vielleicht das haben heißt, wir die jetzt beiden Anträge sind die, von denen Moni gerade gesprochen hat. Gut. Die sind jetzt damit erledigt. Die Überweisung.
Also der letzte, der Open Data wird überwiesen und Partnership wird direkt abgestimmt. Gut. Gibt es auch keine Nachfrage mehr zum Inhalt? Doch? Wohin überwiesen, dass ich es ins Protokoll eintragen kann? Inneres. Kommunales. Danke. Dankeschön. Gut, kommen wir zum nächsten Antrag vom Daniel. Der Daniel möchte dem Edward Snowden Asyl gewähren. Finde ich gut. Ja, ich würde es zur direkten Abstimmung vorschlagen. Ja, wir haben keinen Antrag. Hier ist aber ein Antragsverteiler gegangen. Ja? Das ist, habe ich doch schon mit Toso geklärt. Ja. Ich habe das alles reinkopiert. Ihr wollt es gerne als Doc, als Word-Doc. Dann ja, das muss, bitte ich irgendjemanden, das da reinzuschmeißen. Aber kann ich mich gleich drum kümmern? Bitte. Ja. Es ist ein Link gekommen, beziehungsweise Inline-Text an den Antragsverteiler. Okay, gut. Ich dachte, das sei ein Dokument gewesen. Kümmere ich mich darum, kommt ein Word-Dokument. Über den Antragsverteiler sind da zwei Anträge reingekommen. Von Daniel oder aus dem Büro von Daniel. Die hatte ich gestern auch noch mal in Pad gekippt, damit man die online sehen kann. Ja, die Pads habe ich gesehen, beide, aber die Pads nutzen nichts. Ich habe keine Dokumente. Das ist aber an den Antragsverteiler gegangen. Ich gucke eben nach. Ja. Also es ist nicht das Word-Dokument gegangen, vermutlich. Deswegen. Es war aber zumindest nicht online. Es waren aber die Texte dabei an den Antragsverteiler. Es ist weniger als in der vier Seite. Vielleicht, da jetzt der Text nicht vorliegt, vielleicht magst du ihn einmal inhaltlich vortragen. Ja, es steht zumindest in dem Pad, wer das nachlesen möchte, von gestern. Es geht im Wesentlichen darum, dass wir den politischen Antrag stellen wollen, dass Asyl oder aber wenigstens eine Aufenthaltsgenehmigung oder eine andere Form von sicherer, sicherer Heimat hier in Deutschland gewährt werden soll, inklusive der Tatsache, dass wir gegen eine Auslieferung uns aussprechen, gegen eine mögliche Auslieferung. Sisi. Gut. Gibt es dazu noch Rückfragen? Direkte Abstimmung ist da beantragt. Gibt es da gegen den Antrag oder die Art der Abstimmung Widerstand? Oder noch eine Wortmeldung? Dann los, Frank. Ja, ich würde mir eigentlich wünschen, wenn wir mit dem Antrag warten, bis irgendwie erkennbar ist, dass er vielleicht nach hier kommt, weil es einen Untersuchungsausschuss gibt, der ihn hierhin bittet zur Zeugenaussage oder noch irgendwas anderes passiert. Er hat ja noch ein halbes Jahr relativ sicheren Aufenthalt in den USA und derzeit kann noch was passieren. Das Statement ist völlig klar, bin ich hier völlig auf deiner Seite. Ich denke, das ist ausreichend auch schon von uns mitgeteilt. Was? Reden wir nicht zu dem Antrag? Dann, Entschuldigung, ich war gestern halt die ganze Zeit auf dem Fan-Hearing. Ich habe mich gewundert, dass der hier draufsteht. Sorry. Gut. Gibt es dazu also dann noch Wortmeldungen? Olaf, nein? Gut. Gut, gibt es Widerstände gegen das Vorgehen? Nein? Dann haben wir auch da alle Anträge, die gestern noch, wo es gestern noch Fragen gab, hier bearbeitet. Können damit jetzt... Vorratsdatenspeicherung, richtig. Da war doch noch was. Ja. Gut, Frank, bitte. Ich hänge hier am Mailsystem, der ist um 21:45 von dem Rechner auf den Rechner geschickt worden, bis jetzt nicht angekommen. Ich kann ihn zum Drucker schicken können, das ist das Einzige, aber ich kriege ihn nicht an Antrag und ich kriege ihn auch nicht an die Fraktionsliste, warum auch immer. Ich kann das Ding jetzt hier rumgeben. Das ist nicht die kurze Version, die gestern mal kurz. Kannst du es mal machen? Nicht die kurze Version, die gestern mal angesprochen wurde. Die würde ich nicht empfehlen. Ist zwar nett, was SH da gestern noch gemacht hat. Sie haben halt über Ihren Antrag gesprochen. Ich habe ja schon mal auch geschrieben, dass der ursprünglich aus SH kommt. Und Sie haben halt
den zurückgenommen quasi und den Text aus dem Koalitionsvertrag SPD-Grüne genommen, den als Antragstext reingesetzt. Da konnten natürlich auch SPD-Grüne, SSW nichts gegen sagen, deswegen stehen die alle gemeinsam da drauf. Der Antrag ist im Saarland in etwas veränderter Form zusammen mit den Grünen gestellt, wird diese Woche im Plenum verhandelt. Ich habe ihn zu der Fassung von gestern noch etwas verändert, einen Block rausgenommen, der ein bisschen, also das mit den Umfrageergebnissen, in etwas glatter gezogen. Ich denke, das wäre ein Statement jetzt hier von der rot-grünen Landesregierung, dass sie sich quasi für Vorratsdatenspeicherung aussprechen, wenn sie den Antrag ablehnen. Fände ich ein gutes Statement. Ja, soweit ist das mein Antrag, wie er da steht. Tut mir leid, dass ich den hier nicht auf die Liste kriege. Ich weiß nicht, was es ist. Ich könnte da brechen, auf Deutsch gesagt. Dankeschön, Frank. Als nächsten habe ich den Daniel Schwert. Ja, ich hatte ja an die Kurzversion noch geschickt. Mir ist es persönlich gleich. Also ich kann das jetzt so auf die Schnelle nicht beurteilen, wie der neue Antrag aussieht. Der steht aber halt eben zur Verfügung und den könnten wir gegebenenfalls eben mit abstimmen. Oder ich habe da den Text auf die Liste geschickt, da gab es von Tom noch eine... Da ist von Tom noch eine Anmerkung gekommen zu, dass er auch von der EU-Ebene besser spricht als von Europa. Das ist sicherlich eine sinnvolle Sache, die kann man auch textlich aufnehmen. Ansonsten ist es ja wirklich ein No-Brainer. Dankeschön, Daniel. Ich habe jetzt nochmal den Daniel und dann den Danebot. Ja, ich möchte mich deutlich gegen den ausführlichen Antrag aussprechen. Da haben wir ja auch gestern schon recht viel drüber gesprochen. Der Beschlusstext, auch der kritische oder als kritisch angesehene, ist nach wie vor auch darin enthalten, oder also von Teilen kritisch angesehene ist darin nach wie vor enthalten. Meine bevorzugte Lösung ist tatsächlich entweder den Vorschlag von Daniel anzunehmen oder tatsächlich einfach wirklich eins zu eins den Antrag aus Schleswig-Holstein zu nehmen, der ja da eben mit SPD, Bündnis 90, die Grünen und SSW dort eingereicht wird. Wenn wir den wirklich eins zu eins nehmen oder tatsächlich so diesen etwas umgewandelten in unsere sozusagen NRW-Antragssprache, dann haben wir hier die Möglichkeit, uns auf eine spannende Debatte einzulassen mit Rot-Grün, die sich dann ganz klar hier positionieren müssen. Wenn wir irgendetwas anderes in den Antrag schreiben, werden die diesen Antrag nur ablehnen können, gar nichts anderes machbar. Wenn der Antrag deckungsgleich ist mit dem aus Schleswig-Holstein, dann wird es spannend. Ja, wie sich Rot-Grün hier tatsächlich verhält. Und dann können wir eine schöne große Tüte Popcorn mitnehmen nächste Woche ins Plenum und von uns, glaube ich, auf eine großartige Show freuen. Wird Popcorn denn im Plenum erlaubt sein, ausnahmsweise, ist die erste Frage. Sorry, das muss ich klären. Du bist ja der Präsident, du müsstest das eigentlich dann durchsetzen können. Kriegt er hin. Das zweite Punkt ist zum Antrag hier, der jetzt hier eben gerade als Tischvorlage rumgereicht wurde, steht im vierten Zeile das Wort anfangen. In Kenntnis dieser Vorgänge darf Deutschland nicht selbst anfangen. Ich würde das Anfangen einfach streichen. Tischvorlage richtig. Das hier, dieser... Das, was gerade rumgegangen ist. Das ist schade. Trotzdem würde ich vorschlagen, das Wort anfangen dort einfach zu streichen. Der Satz lässt sich plötzlich weiterlesen und es geht nicht nur um das Anfangen. Die Simone hat sich gemeldet. Okay, wir haben das noch nicht abgestimmt, aber ich glaube, wir wollten ja jetzt die kurze oder die Original-Schleswig-Holstein-Version nehmen. Deshalb wäre das jetzt obsolet, über einzelne Worte in dem ausführlichen Antrag zu reden, denke ich. Ja, der Frank. Ja, also ich glaube nicht, dass die nordrhein-westfälische regierungstragende Fraktion, wie es so schön heißt, irgendein Problem hätten, eine Koalitionsvereinbarung aus Schleswig-Holstein abzulehnen, und zwar genau mit dem Argument, dass wir ja hier in Nordrhein-Westfalen sind und was dort oben vereinbart wird im Koalitionsvertrag, ist hier nicht relevant. So. Punkt. Keine Aussage zur Vorratsdatenspeicherung. Klar. Der Lukas. Stringente Parteipolitiker. Mir ist es ganz ehrlich
etwas egal, welchen der beiden Anträge wir nehmen. Ich weiß allerdings, dass ich das Thema ganz gerne jetzt im Plenum haben würde, weil ich denke, beide Anträge würden einen gewissen Popcorn-Faktor haben. Und der Dunnebot zahlt auf jeden Fall 5 Euro für die Wiederaufforstung von irgendeiner brachliegenden Fläche. Insofern wäre es toll, wenn man sich irgendwie einigen könnte, welchen der beiden Anträge man nimmt. Aber ich bin dafür, dass wir auf jeden Fall einen der beiden nehmen. Mir liegen zurzeit 3 Anträge vor. Das ist einmal der, ich sage jetzt mal, lange Antrag, obwohl er nicht besonders lang ist, von Frank. Dann der Kurzantrag, der gestern noch rumgekommen ist. Und der Originalantrag Schleswig-Holstein, nenne ich ihn jetzt mal. Ja, dann los. Um die Unterschiede zwischen den beiden ganz kurzen Versionen noch klar zu machen. Bei uns ist es üblich, dass man was feststellt und dann was beschließt. Und das ist genau in... Der eine Satz ist sozusagen die Feststellung in dem Original und der andere ist der Beschluss. Insofern aus diesem Grunde habe ich das in Römisch 1 und Römisch 2 aufgeteilt. Und das ist auch noch ein relativ wichtiger Unterschied. Bei uns ist es üblich, die Landesregierung zum bestimmten Verhalten aufzufordern. Die Schleswig-Holsteiner haben sozusagen beschlossen, dass sie das selbst als Landtag machen wollen. Das ist also auch noch ein gewisser Unterschied. Ich finde es in dem Falle halt besser, die Exekutive aufzufordern, irgendwas zu tun, als die Legislative. Deswegen habe ich das so rumformuliert an der Stelle. Also das sind die Unterschiede. Textlich ist das sonst wirklich bis auf diese EU-Ebene dasselbe. Gut, vielen Dank, Daniel. Ich würde dann jetzt hier genau diese drei, für diese drei Anträge fragen wollen, wo der größte Konsens besteht. Ich fange an mit dem... Ursprungsantrag von, oder den jetzt auch gerade rumgegebenen Antrag von Frank. Da hätte ich gerne gewusst, wie viel Widerstand regt sich dagegen. Björn, ich zähle 19. Dagegen? Widerstände. Widerstand. Also wir müssen jetzt zählen. Null Hände, eine Hände, zwei Hände. Das ist schwer, richtig? So, nee, das ist nicht schwer. Ich kenne das Prinzip ja. Aber das ist dann nicht mehr mit den bisherigen Sachen nicht mehr mit zu protokollieren. Genau. Ja, gut. Das stimmt. Da weiß ja nicht mehr, wer 1 oder 2 oder 0. Müssen wir uns halt was einfallen lassen, wie wir das wollen. Genau. Buzzer. Foto. Digitale Abstimmungsanlage. Gut, 19 sehe ich auch. So, dann Widerstände bzw. Konsens für den kurzen Antrag von Daniel. Das ist der geänderte aus Schleswig-Holstein mit dem auf Nordrhein-Westfalen-Sprache plus übersetzt. Plus die EU-Ebene von Tom. Ja. Gut. Dazu bitte die Widerstände. Gibt es noch Nachfragen? Dann habe ich irgendwas falsch gesagt. Ist das irgendwas unklar? Nein, ist alles gut. Dass Europa nicht geändert wird. Genau, Europa. Ja, also redaktionelle Änderungen, nicht sinnändernd, haben wir, glaube ich, immer zugelassen. Nicht original, erstmal, sondern die geänderte. Genau. Daniel Schwert. Ja. Genau. Ich nenne es jetzt mal die Daniel Schwert-Version. Daniel Schwerts persönliche Vorratsdatenspeicherung. Wer ist dagegen? Widerstände? Ich sehe einen Widerstand. Nein, habe ich noch nicht richtig. Da gab es immer noch Zwischenfragen. Gut, dann kommen wir zur Ursprungs-SH-Version. Wie sieht es da mit Widerständen aus? Zähle ich 12, ist das richtig? Ich habe 11 gezählt, aber... Dann bitte nochmal. Kann Kai, du verfälscht. Der hat, genau, der fängt an zu fuschen hier. 9, 10, 11. 11, dann sind wir bei 11. Damit hat Daniel Schwerts Vorratsdatenspeicherung den größten Konsens erzielt. Okay, dann kümmere ich mich um ein Word-Dokument. Ne? Obwohl, du hast eins, ne? Davon hast du eins. Die Sache, die du geschickt hast, bis auf die EU-Sache jetzt, ist schon fertig in dem Dokument. Okay, dann muss nur dieses EU noch sehr schön. Schönen Schrank an der Stelle.
Das heißt, ihr braucht noch den Snowden-Text. Ne? So war das. Ihr schafft das alles im Bilateralen. Ja. Okay. Danke, Daniel. Danke, Daniel. Danke, Frank. Danke, Schleswig-Holstein. Danke, Frank. Ja, genau. Gut, gibt's Moni, bitte. Ja, ich hätte gern noch eine allgemeine Bemerkung gemacht. Wir haben zu mehreren Anträgen halt nicht wieder dieses Vorblatt bekommen. Ich möchte einfach nochmal daran erinnern, dass wir abgesprochen haben, dass auf die Anträge dieses Vorblatt kommt, wo steht Block und Überweisung in, um, an. Nur nochmal zur Erinnerung, das so ein bisschen sorgfältiger vielleicht zu handhaben. Dankeschön. Der Daniel hatte auch noch eine Anmerkung zum Tagesordnungspunkt 6. Ja, zu den Anträgen vielleicht allgemein. Ich frage mal das, was Moni wohl interessieren wird. Wir müssen ja irgendwie, möglicherweise muss Moni, wie soll ich sagen, so ein bisschen Verhandlungsmasse ja haben. Es gibt ja berechtigtes Interesse, dass wir nächste Woche Freitag eben nicht so lange machen wollen, aufgrund des anstehenden Bundesparteitags, also das nutzen wollen, was alle anderen Fraktionen regelmäßig ebenfalls tun. Das müssen wir auch entsprechend durchsetzen, nur dafür sollte Moni dann auch halt ein bisschen Verhandlungsspielraum haben und möglicherweise die Macht haben, auch den einen oder anderen nochmal zu schieben aufs Dezemberplenum. Nur dazu sollten die Antragsteller ihr dann vielleicht irgendwie signalisieren, dass das auch Anträge sind, die auch im Dezemberplenum gut aufgehoben sind. Die Haushaltsanträge. Danke, Daniel. Ich würde dazu, das war jetzt schon ein Antrag, ich würde diesen Antrag ändern wollen, dahingehend, dass das nicht jetzt in der großen Runde geschehen muss, kann auch. Sondern nach der Fraktionssitzung. Aber möglicherweise, ja. Gut, ich habe noch ein... Darf ich dazu was sagen? Ja, natürlich, Moni. Also ich habe keine Lust, nach der Fraktionssitzung den Leuten hinterher zu rennen, die dann beim Essen sind und ich weiß nicht, wo ich die dann finde. Gut, dann ziehe ich das zurück. Daniel erst und dann Olaf. Was ich gerade vergessen hatte, wir müssen natürlich auch noch kurz sagen, dass wir, was wir mit dem Antrag bezüglich der VDS wollen, ob der überwiesen werden soll oder zur direkten Abstimmung. Also ich würde da direkte Abstimmung. Also ich glaube, wir hatten gestern schon über direkte Abstimmung gesprochen. Nee, gut, dann ist okay. Na. Ich glaube, das Olaf. Ist Konsens. Olaf, bitte. Ich meine, großes Reden... Ihr seid ein bisschen laut jetzt gerade. Großes Reden wäre es nicht, aber an sich wäre es doch jetzt nicht falsch, wenn wir versuchen, jetzt ganz schnell als Gruppe über die Anträge ein Ranking aufzustellen und dann genau sagen, die unten liegen, können am ehesten rausfliegen. Weil wir haben sie schließlich, stellen wir die auch immer zusammen. Es sei denn, jetzt jemand sagt ganz einfach schon von vornherein, ich sehe meinen Antrag als völlig... sinnfrei, also für genauso sinnvoll Dezember, ja, blöd, falsch rum ausgedrückt, für genauso sinnvoll im Dezember als wie jetzt, wobei ich das, glaube ich, bei keinem Antrag so sehe. Gut, dann frage ich... Daniel, bitte. Fang einfach an. Ja, ich möchte noch einen alternativen Antrag stellen. Wir haben ja über den politischen Zweck der Anträge schon öffentlich diskutiert. Die Frage, welche Anträge wir möglicherweise aufs Dezemberplenum schieben, wenn wir die öffentlich diskutieren, werden wir die vermutlich gar nicht erst einreichen brauchen, gleich bis 14 Uhr. Das ist irgendwie etwas blöd. Ich beantrage daher, dass wir diesen Punkt wirklich kurz nicht öffentlich besprechen, damit Moni tatsächlich auch Verhandlungsmasse hat und nicht mit so offenen Karten pokern muss, während die anderen ihre Karten verdeckt haben. Gut. Gibt es da weitere Wortmeldungen zu? Dann nehme ich jetzt den letzten Vorschlag von Daniel als Antrag. Gibt es dazu Widerstände? Gut. Dann können wir zum nächsten Tagesordnungspunkt kommen. Verfahren mit NÖ-Teilen in der Fraktionssitzung. Wer möchte dazu sprechen? Ich glaube, das möchte ich. Ich auch. Der Daniel auch. Dann geht's los. Wir haben ja immer wieder die Herausforderung, dass... die nicht öffentlichen Teile, die wir hier beantragen, an die Fraktionskollegen, von den Fraktionskollegen nicht unbedingt hundertprozentig gewertet werden können, schon vor Abstimmung darüber, ob es diesen nicht öffentlichen Teil geben soll oder nicht, weil die Informationslage nicht immer für jeden gleichmäßig ist. Daher würde ich halt vorschlagen, dass diejenigen, die einen nicht öffentlichen Teil
beantragen in der Sitzung. Vorab dafür sorgen, dass alle Fraktionskollegen ausreichend informiert sind und im idealen Fall liegt auch schon eine Beschlussvorlage vor. Diese Sachen sind in meinen Augen bis spätestens Montagnachmittag ist schon das Knappste, was eigentlich geht. Entweder in die Fächer zu legen oder sobald wir hier komplett auf Verschlüsselung umgestellt haben, auch per Mail einreichbar oder verteilbar. Das war schon. Daniel, bitte. Ja, ich möchte an der Stelle versuchen, den Proxy für Oliver zu spielen, wenngleich ich seine Mail nicht ganz teilen kann. Er hatte geschrieben, dass es ja nicht nur darum gehen darf, wie über nicht öffentliche Teile im Vorfeld informiert wird. Da bin ich total bei Tose, das sollten wir so machen. Wir sollten auch darüber sprechen, wie wir eben mit den nicht öffentlichen Teilen im Nachhinein verfahren. Wir haben da schon mal irgendwie so gesagt, das wird irgendwie so... Neuer Punkt ist das eigentlich. Also wenn ich das mit dem systemischen Konsensieren jetzt richtig verstehe, sollten wir erst den einen Punkt behandeln und dann zum nächsten kommen. Du hast recht. Das ist mir auch sehr unangenehm. Ja. Gut. Gibt es dann zu dem... Genau. Der Daniel baut einen Turm. Gibt es zu dem ersten Antrag noch Fragen oder Redebeiträge? Gibt es dazu Widerstand? Dann verfahren wir so. Dann kann der Daniel jetzt einfach weiterreden. So, toll. Danke für den Hinweis, Toso. Ja, also es geht auch darum, wie verfahren wir mit der Nichtöffentlichkeit dann halt im Nachhinein. Wir sind uns ja irgendwie einig, irgendwie sollte was protokolliert werden. Oliver hatte vorgeschlagen, dass sich der Antragsteller eben auch um die Protokollierung und die Information an die nicht anwesenden Abgeordneten kümmert. Das ist ein Vorschlag, das ist ein Antrag sogar vielleicht. Da kommt allerdings der Punkt, wo meine Meinung zumindest davon abweichend ist. Ich glaube, gerade der Antragsteller kann das nicht tun, eigentlich aus zwei Gründen. A, ist der natürlich sehr stark im Thema drin, also ich weiß nicht, ob es da wirklich so immer einfach ist, dann auch eine objektive Information weiterzugeben. Und B, bedingt dadurch, dass der eben im Thema stark drin ist, fände ich es äußerst unglücklich, dass er als Antragsteller hier in der Fraktionssitzung dann damit beschäftigt ist, das Ding irgendwie zu protokollieren. Denn er wird sich halt eben sehr intensiv an der Debatte beteiligen möchten. Und da ist das Protokollschreiben irgendwie arg hinderlich. Ich würde beantragen, dass wir das tatsächlich rollierend machen, wenn wir einen komplett nicht öffentlichen Teil haben, also ohne jegliche Fraktionsmitarbeiter. Da müssen wir halt vor dem nicht öffentlichen Teil kurz irgendwie eine Abstimmung herbeiführen, wer dann die Protokollierung übernimmt. Das wäre quasi dann mein Vorschlag. Konsens reicht ja auch. Ja. Gut. Gibt es weitere Rückfragen zu dem Vorschlag von Daniel? Gibt es da Widerstand gegen so zu verfahren? Beziehungsweise wir haben jetzt eigentlich zwei Vorschläge. Ollis Vorschlag kann sich da jetzt gerade nicht so äußern. Deshalb frage ich zu beiden Vorschlägen den Widerstand ab. Das ist einmal Ollis Vorschlag, in dem der Antragsteller auch für die Protokollierung zuständig ist. Und einmal Daniels Vorschlag, in dem der Protokollant von nicht öffentlichen Sitzungen quasi rolliert oder man einigt sich vorher darauf. Wer hat den größeren Widerstand gegen Ollis Vorschlag? Bitte ich ums Zeichen. Ist immer das Gleiche. Ja. Kann nur ein paar Zahlen. Also für Dietmar 3? Für Dietmar habe ich 3. Da guckte noch was Kurzes über den Tisch. Wer hat Widerstand gegen den Vorschlag vom Daniel? Bitte ich ein Zeichen. 2, 3. Entschuldigung, habe ich nicht gesehen. 1, 2, 3. Dann ist der Vorschlag vom Daniel entsprechend angenommen. Gut, gibt es weitere Wortmeldungen zum Tagesordnungspunkt 7, Verfahren mit nicht öffentlichen Teilen in der Frasi? Moni, bitte. Wenn wir so verfahren, müssten wir dann nicht vielleicht auch klären, wohin das protokolliert wird und wie das dann weitergegeben wird?
Ich vermute sag mal so, jetzt mal nicht in dieses Pad. Nee, das muss natürlich zurzeit offline passieren. Wir haben kein Dokumentenmanagementsystem, das das leisten kann. Bis die OnCloud soweit ist, dauert es noch einen Moment. Da muss jeder dann selber für sorgen, haben wir gerade beschlossen. Im Endeffekt ist der einzige Weg, den wir zurzeit haben, offline schreiben, ausdrucken, Umschlag, zukleben, Fächer. Ja. Das macht nicht der Vorstand, das macht derjenige, der protokolliert. Wir hätten das verfeinern sollen, völlig richtig. Wortmeldung von Olaf und dann von Verfahrenssache. Lass erstmal Olaf. Dann hätte ich jetzt auch ein Verfahrens. Also da das zurzeit mit dem Verschlüsseln und mit Mail nicht geht, aber was doch auf jeden Fall geht, ist doch, dass man das Ganze in eine ZIP-Datei packt, verschlüsselt und dann hier das Passwort für diese eine Datei rumgibt. Und danach ist dann jeder selber für diese Datei verantwortlich. Daniel, bitte. Ja, ich muss einmal ganz kurz eine Verfahrenssache klären, was das systemische Konsensieren angeht. Wir hatten jetzt sowohl bei dem Antrag zur Vorratsdatenspeicherung als auch jetzt in dieser Abstimmung zu den jeweiligen Vorschlägen Einwände zu allen Anträgen. Das heißt, in dem Moment, wenn ein Antrag ja mit Einwänden, also immer, wenn alle Anträge Einwände haben, dann muss als letzte Option diese sogenannte Nulllösung ja noch mit abgestimmt werden. Die Nulllösung wäre bei dem Antrag vom Frank, also keinen Antrag einzureichen, und wäre bei dem Antrag jetzt von Oliver und mir keine Regelung. Nichts zu tun, also keine Regelung zu treffen in dem Moment. Also die Option müsste auch abgestimmt werden. Ich vermute, dass es dazu Einwände gibt, aber wir sollten das vielleicht noch eben nachholen. Das stimmt, da hat der Daniel recht. Ich weiß. Ach, herrlich, gefällt mir. Schenk dir gleich mal eine Krawatte. Das ist auch farblich schwierig. Wärst du pünktlich, hättest du es gemerkt. So, dann frage ich bei noch nachträglich bitte ab zu dem Antrag von Frank, den Widerstand, ob es überhaupt einen Antrag, also den ursprünglich von Frank eingedachten Antrag zur Vorratsdatenspeicherung, jetzt der Daniel Schwert gerade raus, ob es Widerstände gibt, überhaupt einen Antrag einzubringen, diese Nulllösung, die Daniel Düngel gerade beschrieben hat. Wenn wir jetzt sagen, also wenn wir jetzt Konsens hier schaffen, dass wir gar keinen Antrag stellen. Richtig. So, aber bevor wir das jetzt theorie-technisch weiter diskutieren, machen wir es mal einfach und stellen fest, 1, 2, 3, 4, 5, 6, das sieht für die Kamera bestimmt super aus. 13, 26, ich sehe 27. Die Nulllösung hat damit nicht gewonnen, 27. Jetzt hier nochmal zur Nulllösung mit der Protokollierungsgeschichte. Wir haben jetzt diese Regelung getroffen, dass die Protokollierung umlaufend ist. Ich würde jetzt hier auch nochmal die Nulllösung abfragen, ob wir überhaupt eine Regelung treffen wollen. Das heißt, wenn wir jetzt weniger als 3 Widerstände haben, würden wir im Konsens beschließen, dass wir keine Regelung treffen. Wer hat also da Widerstände anzumelden? Alles schön. Es bleibt also dabei, wie wir es schon hatten. Danke sehr. Gut, gibt es weitere Nachfragen zum Tagesordnungspunkt 7? Die Moni hatte ein paar Fragen aufgeworfen, Olaf auch. Wie das einzeln ausgestaltet wird, denke ich persönlich, haben wir jetzt zurzeit demjenigen überlassen, der sich damit rumschlagen muss. Ne? Wenn jemand da einen Antrag stellen möchte, eine weiterführende Regelung zu treffen, ist jetzt der Zeitpunkt dafür. Sehe ich aber nicht. Gut, dann würde ich jetzt zum Tagesordnungspunkt 8 kommen. Redezeiten in der Fraktionssitzung. Gibt es dazu Wortmeldungen?
Der Michel. Ich möchte direkt einen Antrag dazu stellen, dass wir diesen Punkt um die Zeit nach hinten verschieben, die wir jetzt das mit dem Konsensieren machen, weil eine solche Redezeitbegrenzung natürlich keinen Sinn macht, wenn wir eine komplett neue Regelung im Moment fahren. Von daher sollten wir so einen Beschluss eher fassen, wenn wir beschließen, dass wir wieder zu der alten Regelung zurückgehen. Danke, Michel. Da ich den Antrag eingebracht habe, spreche ich kurz dazu. Ja, machen wir so. Gut. An der Stelle ziehe ich dann den Antrag zurück. Das heißt, wir müssen auch keinen Konsens finden, es sei denn, jemand anders möchte einen Antrag stellen. Du hältst die Klappe. So. Sehe ich nicht. Sehr schön. Kommen wir zum... Ich würde das dann wieder einbringen, erst im neuen Jahr halt. Ne? Wir haben ja jetzt bis zum 31.12. beschlossen. Alles schön. Kommen wir dann zum Tagesordnungspunkt 9. Sonstiges. Gibt es dazu Wortmeldungen? Sehe ich nicht. Gut. Euch ist schon bewusst, dass der nächste Tagesordnungspunkt der nicht öffentliche Teil ist? Gut, dann wird jetzt gerade angeregt, dass wir jetzt bis 20 nach 11 Pause machen. Gut, ich sehe da keinen Widerstand. Dann machen wir jetzt bis 20 nach 11 Pause und danach machen wir nicht öffentlich weiter. Ich befürchte, das wird diesmal nicht so lange dauern. Nach dem nicht öffentlichen Teil liegen keine weiteren Tagesordnungspunkte für heute vor. Durch das Fraktionsantragsmumble gestern haben wir ja sehr, sehr viele Anträge schon öffentlich besprochen und auch beschlossen. Deshalb ist die heutige Fraktionssitzung nicht ganz so voluminös wie sonst gewohnt vor der Plenarwoche. Der Jaroslav kann abbauen und alle, die dem Stream bis jetzt gefolgt sind, vielen Dank dafür. Es geht weiter am Montag, nee, gar nicht wahr, Dienstag mit der nächsten Fraktionssitzung. Vielen Dank.